Ja, mein Name ist Luis Hell, ich zeige meinen Kurzfilm Nebel. Und der Film Nebel ist ein Essay-Film, in dem es um das Gefühl des Benebeltseins geht, also um die Schwierigkeit, Gedanken zu formulieren und klar zu denken. Ich habe den kompletten Film von vorne bis hinten selbst geschrieben, geschnitten, gefilmt. Nur eine Sprecherin, mit der habe ich zusammengearbeitet für den Text. Also das Drehbuch hat sich von einem theoretischen Text, der eigentlich erstmal gar nicht gedacht war, als ein Filmtext entwickelt. Das war die Grundlage und davon ausgehend habe ich dann das Drehbuch geschrieben. Und da habe ich dann wirklich einfach erstmal drauf losgeschrieben, also ohne mir da viel Gedanken dabei zu machen. Das ist eben so anhand dieser Kapitel, die ich eingeteilt habe, so aufgegliedert. Und dann habe ich es einfach erstmal getestet. Also ich habe den Text, den ich geschrieben habe, einer Freundin gegeben, die Schauspielerin ist, und habe das einsprechen lassen. Und dann habe ich erst gesehen, was funktioniert und was nicht. Und ich glaube, was für mich so eine große Lektion war, war eben der Unterschied zwischen einem Text, der zum Lesen gedacht ist, und einem Text, der eben gesprochen werden soll und eben auch in Kombination mit Bildern funktionieren soll. Also es war sozusagen das Erste, was ich gemerkt habe, war, dass den Text, den ich in der ersten Version hatte, sehr für einen geschriebenen und gelesenen Text sozusagen gedacht war. Und dann habe ich eben viel überlegt, wie die passende Sprache dann aussieht für einen gesprochenen Text und vor allem für einen Text, der nicht einfach nur als Fremdkörper über die Bilder kommt, sondern wo die Bilder und der Text in einer Art Wechselverhältnis stehen und sich gegenseitig ergänzen. Und das sind dann wirklich insgesamt 10 Versionen geworden, wo das immer weiter sich angenähert hat, wo ich immer wieder auch Sachen rausgenommen habe, wo ich gemerkt habe, das ist zu viel Text, wo ich gemerkt habe, da ist zu wenig Luft oder Raum auch für die ZuschauerInnen, um das zu verarbeiten, was da an Text kommt. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Ja, also in meinem Fall habe ich den Film in 9 Kapitel unterteilt. Das sind wie so 9 Themenschwerpunkte, die ich im Drehbuch gesehen habe. Und das hat mir auch geholfen dann im Prozess des Drehbuchschreibens, weil ich dann sozusagen für Thema das abarbeiten konnte. Und die Bilder sind sozusagen parallel dazu entstanden. Die Bilder sind ja auch stark sozusagen gebunden an eine Recherche. Also ich habe einfach auch viele Filme geguckt, die sich mit dem Thema beschäftigen. Viele Filme, in denen Nebel vorkommt als Bild, und so ist es dann zusammengewachsen. Drehbuchschreiben, also ich würde nicht sagen, dass ich das schon zu Ende gelernt habe, aber es hat mir sehr viel geholfen, das zu machen in diesem Film. Also ich habe das wirklich beim Schreiben gelernt, das Drehbuchschreiben. Und ja, also ich studiere an der HGB in der Klasse Expanded Cinema und dort gibt es eben einen Austausch über Filme und wie man Filme macht, aber ja, ich glaube, das lernt man am Ende trotzdem selbst sozusagen beim Machen. Genau. Genau, also ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach offen ist für den Prozess und dass man einfach drauf losarbeitet und dann schaut, was funktioniert, was funktioniert nicht. Das eben auch in Austausch mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, macht, dass man zum Beispiel, wenn man mit SchauspielerInnen arbeitet, das denen zeigt, fragt, was kannst du mit dem Text anfangen, und einfach offen dafür ist und keine Angst vor Fehlern hat, weil so funktioniert das dann besser am Ende. Man kann ziemlich genau sagen, dass der Film ziemlich genau ein Jahr gebraucht hat, von der allerersten Idee bis zur finalen Fertigstellung. Und der Schreibprozess, eben weil es ein sehr textlastiger Film ist, der auch viel am Schreibtisch entstanden ist, hat den Großteil von dem Prozess eingenommen. Das war bestimmt ein halbes Jahr von vorne bis hinten, wenn man den theoretischen Text noch dazu zählt. Ja, also es hat wirklich ein Jahr gedauert, aber ich habe mir da auch keinen Druck gemacht jetzt, dass ich das irgendwie unbedingt schnell fertig haben will. Und ich habe eben auch verschiedene, also nicht nur verschiedene Drehbuchversionen, sondern auch verschiedene Filmversionen. Der Film ist in der allerersten Version 40% kürzer. Und auch da gab es immer wieder so Revidierungsprozesse und Momente, wo ich das wieder angefasst habe und nochmal was gemacht habe. Ja. Mein Film Nebel läuft am 21. August beim Kurzsichtig-Festival und ich würde mich freuen, wenn ihr euch den Film anschaut.